Servus, willkommen auf meinem Kanal. Kennt ihr diese Band hier, Fifth Angel? Wenn nicht, dann bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro. Servus, willkommen auf meinem Kanal Secrets on Menü. Ja, ihr habt ja schon gesehen vorher, um was es geht heute. Nämlich um diese Band hier. Um Fifth Angel und ihr neues Album When Angels Kill. Ja, aber bevor man das aufmacht hier, möchte ich mal ein bisschen weiter vorne anfangen. So wie ich eigentlich Fifth Angel kennengelernt habe. Und Fifth Angel habe ich kennengelernt durch dieses Album hier. Also das ist ihr Debütalbum, das heißt auch nur Fifth Angel, und durch die habe ich die eigentlich kennengelernt. Und das war damals auch so ein, das war wirklich auch so ein Blindkauf, diese LP, aber das ist einfach ein geiles Ding, absolut ein Top-Album von Fifth Angel, und es war dann ihr Debütalbum damals, und das ist rausgekommen, haben wir ein bisschen aufgeschrieben, 1986 ist dieses Album hier rausgekommen, und wirklich, das ist wirklich ein hammergeiles Ding. Also, und wie gesagt, das war echt so ein Blindkauf, aber da war ich echt froh, dass ich mir das Ding damals rausgesucht habe. Und ja, da zeige ich euch mal geschwind hier die Vinyl, und wie man das früher so gestaltet hat, seht ihr ja, hat man ein bisschen immer was auf die Hülle drauf gemacht. Und hier hat man auch immer ein bisschen so Zeitungsausschnitte hier gesammelt. Ja, und die hat man halt dann auf die Hülle drauf gemacht, draufgeklebt. Und es war auch damals eine gefütterte Innenhülle schon. Aber die ist austauscht worden. Schon vor einer ganzen Weile von mir. Also diese Hülle. Aber ich habe sie aufgehoben, weil es war halt damals von früher. Ja, die Platte ist schon von 1986. Also die hat schon ein paar Jahre hinter sich. Und die ist hier in die gefütterte Innenhülle reinkommt. Brauche ich euch jetzt zeigen, das ist eine schwarze Vinyl. Ich will das auch jetzt nicht so lang machen. Bloß so ganz kurz ein bisschen was zu Fifth Angel. Und wie die damals entdeckt habe. Und das ist wirklich absolut auch echt eine geile Band. Also, wie gesagt, so ein Blindkauf. Und aber ich bin echt froh, dass ich mir das Ding damals gekauft habe. Und da sind auch so geile Songs drauf. The Night, Shout It Out, Call of the Warning. I'll Call Out the Warning, Fifth Angel, Wings of Destiny, In the Fallout, ja, was für ein geiler Song, hey. Only the Strong Survive. Also dieses Album, das erste hier, das Debütalbum von Fifth Angel, ist absolut, finde ich, ein Killer. Ja, echt top, absolut geil. So. Und dann kommen wir mal zum nächsten. Wie man das findet, das ist erst das ganz neu hier, ist denn erst ihr viertes Album. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache da einfach mal so geschwind kurz die Vinyls davor, was die so rausgebracht haben und ja, wie die so sind. So, und das ist die zweite Vinyl von Fifth Angel, Time Will Tell. Und das ist dieses schöne Stück hier. Und das ist rausgekommen 1989. Ja, und Fifth Angel sind gegründet worden 1983 schon. In USA, und dann haben sie sich auch mal aufgelöst, auch ich glaube zweimal, 2010 und dann 2017, und sind jetzt auch wieder aktiv. Ich glaube, der Gitarrist und der Schlagzeuger sind von früher noch, also wo die Band wieder ins Leben gerufen haben. Ja, und das, wie gesagt, ist das zweite Album hier, und da ist auch ein Coversong drauf von UFO, ich meine Lights Out. Ist auch geil gemacht, wirklich, der Coversong. Auch echt top gemacht. Aber das Album finde ich, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht so wie das erste. Also es gefällt mir nicht ganz so gut wie das erste Album. Da sind auch super Songs drauf. Aber ich finde, das ist einfach ein bisschen ruhiger wie das erste Album. Aber auch nicht schlecht. Auch wirklich ein geiles Ding. Aber das ist eine Wiederveröffentlichung von meine 2018, meine Taschenlampe wieder.
von 2018, weil da habe ich das Original auch nicht. Kann ich euch mal schön nur kurz zeigen, was hier dabei ist. Und da ist nämlich auch ein Porsche dabei gewesen. Und es ist auch echt geil, sieht auch top aus. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Machen wir einfach mal so kurz eine kleine Geschichte von Fifth Angel. Habe ich es richtig rum? Ja. Hier ist so ein kleines Poster dabei. Auch echt top. Von Metal Blade damals veröffentlicht war. Oder neu wieder veröffentlicht war. Ja, echt auch cool. Geiles Ding. Auch top. Legen wir mal gleich wieder zusammen das Ding hier. So, und dann ist hier noch so ein Einlegeblatt dabei. Das finde ich halt geil mit den Texten drauf. Auch echt super. Auch top. Und dann hier 180 Gramm Vinyl, auch also limitiert. Und das ist auch eine schwarze hier, zeige ich auch mal geschwind. Das ist diese hier, die Time Will Tell. Also echt auch ein cooles Ding, aber ich finde sie jetzt wirklich nicht so stark wie das Debütalbum, wie das erste Album. Das finde ich absolut einfach, ja, genial, das Album, das ist wirklich einfach top. Echt richtig geiles Ding von Fifth Angel. Aber wie gesagt, auch hier sind echt gute Songs drauf. Aber das Album ist, finde ich, nicht so stark wie das Debütalbum. So, und dann haben sie noch eins gemacht. Das ist nämlich das dritte hier. Und dieses Ding hier, The Dirt Secret. Holen wir auch das mal raus. Aber das ist auch nicht das Original. Das ist auch eine Neuveröffentlichung gewesen. Weiß jetzt aber nicht, fragt mich jetzt nicht. Aber ich kann mal gucken, ob ein Dings drauf ist, wenn das rauskommt. Ist. Ja, auch 2018. Ja, ist das auch wieder veröffentlicht worden. Weil die erste oder Originale, die kriegt man gar nicht mehr. Also das ist dieses Ding hier. Aber und das finde ich schon wieder besser, das Album, wie das zweite. Und da sind wirklich auch echt geile Songs drauf. Zum Beispiel ist da noch das Stars Are Sailing, ist richtig geil. Shame on You, ich finde ich da der absolut beste Song da drauf. Absolut auch echt top Album. Ja, das ist dieses Ding hier. Und sieht auch von vorne richtig geil aus, das Artwork auch super, hey. Und die ist nämlich damals rausgekommen, und die kann ich euch zeigen. Nämlich, die ist von Nuclear Blast damals rausgekommen, als Splatter-Vinyl. Und die sieht auch richtig geil aus. Diese Vinyl. Und wie gesagt, also die finde ich jetzt wieder besser, wie das zweite Album. Das Ding hier. Und es sieht auch recht, richtig klasse aus. Okay, dann war das mal so eine ganz kurze Vorstellung hier von Fifth Angel. Ja, und wie ich da ein bisschen so dazukommen bin zu der Band. Mit ihrem Debütalbum. Wie gesagt, damals wirklich so ein Blindkauf gewesen, weil ich mir einfach das Cover hat mir einfach gefallen da. Hier, da ist mir halt ein Blattelader früher rein und hat einfach so ein bisschen durchgestöbert. Und es hat mir einfach gefallen, das Blattelcover hier. Und hinten auch, das ist echt top. Und habe mir das einfach damals geholt und bin froh, dass ich das Ding heute habe. Ohne Scheiß bin ich echt froh. So, aber jetzt kommen wir zu diesem Ding hier. Zum neuen Album von Fifth Angel, When Angels Kill. Und das ist dieses schöne Stück hier. Und das ist heute angekommen, am 15.06. Und ich meine, veröffentlicht wird es, glaube ich, am 16. Oder ist Veröffentlichungstag, sagen wir so. Ist aber heute schon angekommen und dann haben wir gedacht, dann machen wir auch das Video gleich heute. Aber ob das mir heute noch reicht, das raus zum Schicken, das weiß ich nicht. Vielleicht aber erst morgen. Aber sei es drum. Und dieses Ding ist limitiert auf 500 Stück. Muss ich bloß aufpassen wieder. Ja, die Vinyls liegen innen drin. Auch wieder super Sache, echt. Also langsam finde ich das richtig geil, da lernen sie echt dazu. Top. So, und das ist dieses schöne Stück hier von Fifth Angel. Absolut geil. When Angels Kill.
das vierte Album von Fifth Angel und rausgekommen, oder ja, heute 15.06.23. Absolut top. Und da habe ich jetzt auch zwei Videos mal gesehen von dieser Vinyl, das When Angels Kill und Resist a Tyrant. Wobei das Resist a Tyrant finde ich jetzt nicht so stark wie wenn das, wie das Lied When Angels Kill. Also das finde ich viel besser wie das andere hier, das, wie heißt nochmal, Resist the Tyrant. Ja, ich kann mir das einfach doch nie merken. Aber warten wir es einfach mal ab. Ihr wisst, ich höre ja das nicht im Internet an. Ich habe die zwei Videos halt anguckt. Und ich lasse mich echt überraschen, wie dieses Album ist. Aber um an das Debütalbum ranzukommen, da müssen sie Gas geben. Und wie gesagt, warten wir es mal ab. Es ist ja der alte Schlagzeuger und Gitarrist wieder dabei, was sie draus gemacht haben. So, also jetzt klappe ich das einfach mal auf. Jetzt zeige ich euch mal das hier. Dieses Album, dieses neue Album von Fifth Angel. When Angels Kill. Geil, ich freue mich schon richtig drauf, dieses Ding aufzulegen. Absolut geil. Super. Top. So, und jetzt gucken wir uns mal die Vinyls an. Gefütterte Innenhülle, absolut genial, super Sache. Und das sind nämlich diese schönen Dinger hier in Blau. Wie gesagt, limitiert auf 500 Stück. Die gibt's glaube ich auch noch in Rot. Hätte es glaube ich auch gegeben. Aber in Blau hat mir das einfach ein bisschen besser gefallen. Und was cool ist, das ist jetzt nicht transparent blau, sondern das ist, man sieht nicht durch, und das finde ich eigentlich immer geiler, wenn es einfach, ja, einfach nicht so transparent ist. Absolut top. Bin ich, ich freue mich so auf dieses Album, wo ich sehe, dass Fifth Angel ein neues Album rausbringt. Hey, sofort das Ding bestellt. Da haben wir auch noch die CD dazu bestellt, aber ich glaube, die brauchen wir ja nicht zeigen. Die kommen nämlich wieder ins Auto rein. So, und diese Vinyl kommt gleich hier rein. Und dann gucken wir uns auch mal die zweite an. Kann das sein, vielleicht sieht die ein bisschen anders aus, aber ich glaube es nicht. Und das ist dieses schöne Stück hier. Das ist die zweite LP, das ist nämlich ein Gatefold. Sind zwei Vinyls. Und ich bin echt mal gespannt, wie dieses neue Album von Fifth Angel ist. Weil wie gesagt, gegründet war 83, also könnt ihr euch hochrechnen, die sind schon eine Weile dabei. Ja, haben sich halt dann mal aufgelöst und haben jetzt ja dann wieder angefangen, und ich bin echt gespannt. Ich lasse mich echt überraschen von diesem schönen Stück hier. So, und ihr seht, das war jetzt so ein ganz kurzes, kleines, schnuggeliges Unboxing. Und haben wir als erstes mal ein T-Shirt auch mitbestellt von Fifth Angel. Weil wie gesagt, ich kenne die Band schon so lange, seit ihrem Debütalbum. Und da habe ich gesagt, weil das echt, also mir gefällt es richtig gutes T-Shirt. Und habe mir gedacht, und das bestelle ich mir dazu. Und deswegen habe ich mir auch diesmal ein T-Shirt dazu bestellt zu Fifth Angel. Und wie gesagt, ich habe erst zwei Lieder gehört. Kann wirklich nichts dazu mehr sagen. Wie gesagt, das erste ist absolut geil, When Angels Kill. Finde ich absolut super. Und das andere, The Tyrant Secret. Ja, nicht The Tyrant Secret, ist die Vinyl. Resist the Tyrant. Bin ich echt mal gespannt. Ja, wie die restlichen Lieder so sind drauf. Aber ich würde sagen, warten wir es einfach ab und ich ziehe mir das Ding rein. Und ihr seht, das war so ein kleines Unboxing von der Fifth Angel, When Angels Kill. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. So eine ganz kurze Geschichte zu Fifth Angel, wie ich da so dazugekommen bin. Und das war's jetzt. Ich sag danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Auch wenn draußen die Sonne runterknallt. Macht nichts. Ich habe ja gesagt, es kommen mal ein paar neue Sachen raus. Und das ist jetzt wieder der Fall. Und dann mache ich euch nämlich wieder ein schönes Video. Und dann hängen wir hinter wieder ein Lied dran.
gucken wir mal, welches, wenn ich die Vinyl mal durchgehört habe, weil es mir absolut am besten gefällt. Das hänge ich euch hinten dran wieder. Und aber egal, jetzt machen wir Schluss. Sonst blabber ich wieder so viel hinten aus. Und wie gesagt, das war's jetzt. Und ihr wisst, was ganz zum Schluss gekommen wieder. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis.